Beim Galaxy S6 setzt Samsung auf eine hochwertige Verarbeitung und begibt sich damit in die Gefilde von Apple und HTC. Auch das One M9 ist ein Smartphone erster Güte und brilliert mit seinen ausgewählten Materialien als Gehäuse. In den folgenden Minuten zeigen wir euch die Unterschiede zwischen dem Galaxy S6 und dem HTC One M9. Samsung geht beim Galaxy S6 einen anderen, neuen Weg. Plastik war einmal, die Zukunft ist aus Glas und Metall. Zudem ist das Gehäuse geschlossen, ein Unibody. Ein Akkuaustausch, wie aber beim Galaxy S5 noch möglich war, ist Geschichte. Auf der Rückseite setzt Samsung beim S6 auf Gorilla Glass 4, der Rahmen besteht aus Leichtmetall. Die Koreaner setzen ihr Spitzengerät in eine neue Spur und verpassen der Oberklasse ein neues Image. HTC macht genau das Gegenteil. Das One M9 weist gewisse Ähnlichkeit zum One M7 auf. Das Material für die Hülle, die Technik schützt, bleibt aber das gleiche. Auch beim One M9 findet man ein Unibody vor, der aber komplett aus Metall besteht. Durch die gebürsteten Metallteile und farblich abgesetzten Rahmen wirkt das One M9 in der Farbe Gold und Silver sehr edel. Auch das Galaxy S6 will gefallen, was es auf den ersten Blick auch schafft. Hat man das Gerät aber einige Minuten in der Hand und sieht sich dann die Rückseite an, wird diese voller Fettschlieren sein. Besonders bei der blauen und grünen Variante fällt das ins Auge. Es dürfte wohl eine Frage des Geschmacks sein, ob man Tag für Tag ein Smartphone aus Metall oder einer Glas-Metall-Mischung aus der Hosentasche ziehen will. Wer aber die Absicht hat, sein Gerät nach der Anschaffung mit einer Schutzhülle zu ummanteln, dem wird die Entscheidung praktisch abgenommen. In den meisten Fällen hält man danach wieder ein Handy aus Kunststoff in den Händen. Das Galaxy S6 ist mit 7,2 mm etwas flacher als das One M9, das 9,6 mm misst. Das macht sich auch beim Gewicht bemerkbar. 138 Gramm bringt das S6 auf die Waage, das One M9 hingegen ist aufgrund des Alupanzers deutlich schwerer und wiegt 157 Gramm. Blickt man das erste Mal auf das Display des S6, wird man vermutlich keinen Unterschied zum Vorgänger feststellen. Dabei löst der 5,1 Zoll große Bildschirm des Galaxy S6 in Quad HD auf. HTC ist mit einer solch hohen und ihres Erachtens bei einem 5 Zoll Smartphone unnötigen Auflösung nicht einverstanden. Der Bildschirm des One M9 weist eine Full HD Auflösung auf. Dadurch soll vor allem der Akku geschont werden. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass man kaum einen Unterschied feststellen kann. Zu klein sind die Displays bei einem durchschnittlichen Betrachtungsabstand von 30 bis 50 cm, um Unterschiede bei der Auflösung festzustellen. Neues Galaxy-Modell, neuer Prozessor. Statt einer Quad-Core-CPU von Qualcomm setzt Samsung beim S6 auf die hauseigene Octa-Core-CPU. Dabei takten 4 Prozessorkerne mit einer Frequenz von 2,1 GHz, 4 weitere mit 1,5 GHz. Laufende Prozesse werden in einen 3 GB großen Arbeitsspeicher zwischengelagert. HTC hingegen stattet das One M9 mit einem Snapdragon 810 aus und bleibt Qualcomm treu. Auch das Topmodell aus Taiwan besitzt 3 GB Arbeitsspeicher. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass das S6 etwas zügiger arbeitet als das One M9. Von Generation zu Generation verbessern sich die Kameras in Smartphones. Das Datenblatt des Galaxy S6 zieren einerseits 16 Megapixel, andererseits 5 Megapixel. Beim ersten Wert handelt es sich um die Auflösung der Hauptkamera, die eine Blende von f1.9 aufweist und bei Dunkelheit Hilfe von einem LED-Blitz bekommt. Videos lassen sich mit der Kamera auf der Rückseite auch mit 120 Bildern pro Sekunde in HD-Qualität aufnehmen und machen die Aufnahme zu einer Zeitlupe. Die Hauptkamera des One M9 löst Fotos mit bis zu 20 Megapixeln auf und besitzt eine Blende von f2.2. Auch hier sind Zeitlupenaufnahmen möglich. Die Ultrapixel-Kamera, die im One M8 als Hauptkamera zum Einsatz kam, wechselt beim neuen Modell auf die Vorderseite. Für Selbstporträts und Videochats steht dem Nutzer eine Blende von f2.0 und eine Auflösung von 4 Megapixeln zur Verfügung. Hier einige Aufnahmen, die wir mit beiden Smartphones bei gleichen Bedingungen gemacht haben.
Das Galaxy S6 wird in drei Speichervarianten angeboten, 32, 64 und 128 GB. Dabei muss man sich bereits beim Kauf entscheiden, wie viel Platz man benötigt, denn das Datendepot ist nicht mit MicroSD-Karten erweiterbar. Beim One M9 hingegen verzichtet HTC nicht auf diese Möglichkeit der Speichererweiterung. Erhältlich ist das Gerät aber lediglich als 32 GB Version. HTC ruft für das One M9 zum Marktstart 750 Euro auf. Samsung wird bei der 32 GB Version des S6 50 Euro darunter liegen. Beim neuen Topmodell der Koreaner werden in den Varianten mit 64 und 128 GB jeweils 100 Euro draufgeschlagen. Eine Kaufentscheidung können wir euch nicht abnehmen. Einen Tipp aber haben wir. Man sollte beide Geräte einmal in der Hand gehalten haben, ehe man die vielen 100-Euro-Scheine über den Verkaufstresen wandern lässt oder auf das Konto von Amazon und Co. überweist.